Tete, Wete und trotzdem nochmal zurück zu Diablo 2 Lord of Destruction. Wir befinden uns wieder im Lager der Jägerin, denn ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Wir haben das Ding noch nicht identifiziert, sehe ich gerade. Ich bin gerade wieder frisch vom Kampf zurück, also ich habe das Spiel wieder aufgenommen. Denn wir müssen noch etwas erledigen. Das gehört noch dazu. Alter, was ist denn das? Das haben wir vom Ball übrigens gekriegt, ja, die Scheiße. Gehen meine Widerstände runter, aber... Ach, scheiß drauf, das brauchen wir eh nicht mehr. So, wir müssen doch noch mal kurz zu Harrogat. Nach Harrogat. Ich habe jetzt mich eigentlich schon gefreut, jetzt hier zu starten. Aber wir brauchen noch Getränke. Getränke. Ja, Getränke, das stimmt. So. Denn, da werdet ihr ausrasten, was ich jetzt vorhabe. Das gehört aber immer dazu. Das gehört pro Schwierigkeitsgrad dazu. Wenn Tyrael sagt, dass der Weltstein zerstört werden muss, dann ist es so. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Böse von Baal obsiegt. Die Welt wird sich verändern, das stimmt. Aber wer sagt, dass es nicht zum Besseren sein wird? Ach so, das ist jetzt noch der Abschluss. Wir hätten jetzt eigentlich noch mal komplett mit den ganzen Leuten reden können. Aber nee. So. Und noch. Gut. Haben wir noch ein extra. So, wir müssen nämlich erstmal nach Tristram. Wir haben ja leider die wichtige Komponente verkauft. Nee, nicht verkauft, weggeschmissen haben wir die. Glaube ich, das war im dritten Akt. Feld der Steine. Und müssen halt nochmal nach Tristram, um diesen Gegenstand wiederzuholen. Boah, ist das lange her, mal wieder hier zu sein. So, jetzt muss ich nur gucken, wo waren denn die Monolithen? Dass dieses... Boah, hier, die haben überhaupt keine Chance. Die sterben schon allein an meiner Aura. Ich muss gar nichts machen, die sterben einfach alle. Ich bin OP. So, aber das will ich jetzt hier nicht unbedingt machen. Ach, da ist es. Da sind die Monolithen. Ich kann. So, nehmen wir gleich den Ring hier mit und gehen nach Tristram. Wir halten uns hier nur kurz auf. Lang ist es her. Übrigens interessant, dass wir das letzte, was wir jetzt wahrscheinlich von Diablo 2 sehen werden, ist hier Tristram. Und Diablo 1 war es auch das letzte, was wir gesehen haben. Oder hatten wir das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste den letzten Part nochmal angucken, ob wir da wirklich nochmal nach Tristram gegangen sind. Aber ich glaube schon, vor Diablo sind wir nochmal nach Tristram gegangen. So, wo liegt er denn? Hier irgendwo lagert... Nee, da unten. Hier. Wirrits Bein. Das brauchen wir nämlich. So, dann machen wir erstmal Taumportal. Oh, wir haben ja schon viele Schriftrollen verbraucht. Verbraten. Und dann brauchen wir noch ein Foliant. Und jetzt, Leute, brauchen wir den Horadrim-Würfel. Oh, wir haben ja sogar noch Tränke übrig. Haben ja nicht alle reingekriegt. So. So, dann packen wir... Warte mal, den müssen wir jetzt hier bei uns haben. Dann gehen wir hier runter. Und dann packen wir das Bein rein, das Buch rein. Und zack. Wir haben ein Portal geöffnet in das geheime Q-Level. Das geht nur, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Und das auch nur pro Schwierigkeitsgrad. Und hier haben wir den ersten Gegner. Die Höllenbullen. Die sind natürlich auf den Level von den Gegnern von Baal. Alter. Schnell ersten Boss hier. Also, das ist noch nicht der Hauptboss. Ah, ich liebe es. Okay. So, weiter jetzt. Falle. Hui. Und sie kommen in Massen. Nein! Ich will nicht vom Kühen getötet werden. Wow, das war knappi. Na, der ist sogar besser.
Die können ganz schön austeilen. Ein Plattenharnisch. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin gerade, ich freue mich gerade übelst, wenn ich die nur so Moon höre. So, kleine Geschichte zum Q-Level. Dieses Gerücht hatte sich in Diablo 1 verbreitet. Für die Spieler, die meinen Plot gesehen haben, haben ja gesehen, dass es Kühe. Boah, seid doch mal leise! So, die haben ja gesehen, dass es auch Kühe in Diablo 1 gab und alle haben damals, also irgendein Entwickler hat das, glaube ich, rausgehauen, es gibt ein geheimes Q-Level. Also gibt einen geheimen Krypta bei den Kühen. Und da hat man damals in Diablo 1 alles versucht rauszufinden, wie man in dieses Level kommt. Bis man dann letztendlich der Entwickler zugegeben hat, dass es nur Spaß war. Oder ich weiß ja auch nicht, ob er es wirklich zugegeben hatte. Auf jeden Fall haben die Spieler dann länger gezockt dadurch. Dementsprechend haben die dann übelst viele Spekulationen ins Internet damals nicht. Also zu der Zeit war das Internet noch nicht so krass. Da lief ja das Battle.net noch nicht mal richtig. Was ist ja noch nicht mal richtig. Nee, es war ja noch kein richtiges Battle.net. Damals hatte man sich ja noch mit. Da musste man sich ja noch einwählen und alles. Das ist echt lange her gewesen. Ein richtiges Battle.net war das noch nicht gewesen und das hatte da das schon Probleme gehabt beim Zusammenspiel. Wow. Und jedenfalls, nachdem das rausgekommen ist, waren die meisten Leute enttäuscht, weil sie halt das Q-Level nicht gefunden haben. So, und die Entwickler haben natürlich an die Fans gedacht und haben hier in Diablo 2 ein geiles Q-Level eingebaut. Und das ist es. So, wir sind gleich beim Boss. Also das Level ist nicht groß, gibt aber ganz gut EP und manchmal auch ganz gute Sachen. Alter, sind das viele? Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Okay. Stadtportal. Da liegt auch noch ein Heiltrank. Wo ist er denn? Gut, dass wir so viel Damage machen. Weil so lange hält man es nicht aus bei denen. Ein Diamant. Da kommen sie. Ich feiere das gerade völlig. Wird er erstmal gemolken? Oh, da ist er. Da ist er, da ist er. Rosa, Rosa? Den Namen mal lesen? Kannst nicht lesen? Verschloss. Oh. Nicht in die Ecke drängen lassen. Irgendwo war hier der Boss. Hängt dazwischen. Aber ich kann ihn nicht sehen, weil so viele Diener sind. Das ist quasi der Kuhkönig. Es gibt kein Ende hier. Die kommen immer wieder. Da ist er. Der Kuhkönig. Und der ist immun gegen Elektrizität. Da geht es nämlich schon los mit Immunität. Die Immunitäten, die gibt es ja ab Albtraummodus sowieso. Den wir jetzt betreten könnten, theoretisch. So. Und der Kuhkönig ist gefallen. Das war's. Ein Eisenhut hat er getroppt. Einen vergoldeten. Warum sammeln wir überhaupt so eine Scheiße auf hier? Ah, schlagendes Leder, Krummsäbel. Wenn man richtig hinhört und diese Melodie im Hintergrund kennt, also diesem Musikthema, wird schnell erkennen, dass es die Thema aus der Hölle ist.
Also ihr wisst Bescheid, wir sind hier wirklich in der Hölle der Kühe. Ist ein wirklich ein kleines, ein geiles Gimmick, muss ich wirklich sagen. Also ich bin hier, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich kam aus dem Lachen nicht raus. Ich bin sogar gestorben dabei, weil ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Ich hab's einfach, das feiere ich einfach so sehr. Überall Kühe! Jeder mag Kühe. Vor allem auf zwei Beinen und mit einer Bade bewaffnet. Schade, ich hätte gedacht, da kommt vielleicht noch was Schönes. Ah, das war sowieso für Igor. Den alten Messi-Paladin. Ey! Und noch. Oh, ein schwacher Heiltrank. Das ist natürlich nicht so gut. Schwacher Heiltrank. Guter Heiltrank. Jetzt sammle ich langsam Plunder ein. Ja, hier jedenfalls war es. Also hier war die Festung des Kuhkönigs. Wenn man den Kuhkönig geschafft hat, dann ist es auch schon geschafft, das Level. Also mehr ist es ja nicht. Der hätte auch was Gutes droppen können. Er hat jetzt diesen Eisenhut getroppt. Ich weiß nicht, ob der wirklich so super ist. Wir können ja gleich mal nachgucken. Ansonsten war es das auch schon. So eine kleine Bonusfolge, würde ich sagen, weißt du? Und das war wie gesagt auch eine kleine Geschichtserläuterung, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ich fand's gut. So, und es hat, oh. Oh Gott. Okay, das muss jetzt durchstehen. Oh oh. Oh oh. ...300 gegen mich. Der Film. Haben wir gut weggesteckt, also... Ich hatte jetzt tatsächlich gedacht, das war's. Wie es fast immer so ist. So, letzte Runde, letzte Gruppe, dann gehen wir mal kurz her. Immer. Oh oh. Ein reiner Saphir. Hallo, ich will nach Haus. Lass mich nicht in Ruhe, du Scheißkühe. Theoretisch kann man sogar jetzt auf diesen Schwierigkeitsgrad alle Übel nochmal bekämpfen. Ich kann nicht noch mehr. Was ja, wie gesagt, sich nicht lohnt. Mensch, so, jetzt reicht's aber. Oh oh. Und noch ein Diamant. Schnauze! So. Einmal zurück. So, ja, da wisst ihr auch gleich mal, wie man das coole öffnet. Wenn man ausloggt und wieder einloggt, ist es weg und man kann es dann nicht mehr öffnen. Das heißt, das kann man nur einmal öffnen und das erst, nachdem man den Endboss besiegt hat. Also, nachdem man es einmal durchgeschafft hat. 7 zu 21, schade, war nicht so toll. 1 zu allen Fertigkeiten. Extra Gold von Monstern. Und verbesserte Chance, magische Gegenstände zu finden. Das wäre nicht schlecht für jemanden, der auf mehrere Fähigkeiten setzt. Also, ich setze ja nicht auf so viele. Ob sich's wirklich lohnt, keine Ahnung. Kann ich nicht dazu sagen. Achso, das war der alte Ring. 101 Angriffskraft. Moment.
Moment, das muss ich mal ganz kurz gucken. 101 Angriffskraft. Mein Blitzwiderstand geht dadurch weg. 94%. Ansonsten habe ich 90%. Definitiv besser. Ja, das kriegen wir hin. Den Blitzwiderstand wird ja gestiegen, sobald man die Aura verbessert. Und da ist das auch da drinne. Also wisst ihr jetzt, wie man da reinkommt und was es euch da so erwartet. Ich kann euch nur ans Herz legen, macht es, es lohnt sich. Es lohnt sich. Hui. Gut, Leute. Und das war's jetzt definitiv für Diablo 2. Und das war die Bonusfolge, das geheime Cool-Level. Wir sehen uns in einem neuen Projekt wieder. Bis dann. Tschüss.